Oh, Alter! Oh Gott! Hallo, ich bin's wieder, Meta Michelle. Die kennt ihr ja schon aus meinem Umstyling und aus meinem dazugehörigen Haul. Und gleich werden hier ganz viele Klassenkameradinnen von ihr sein, weil die alle noch was dazu zu sagen haben, wie die Michelle danach in die Klasse kam und wie so ihr Auftreten war und wie sie sich verändert hat. Ja, und dann kommt jetzt erstmal das und danach machen wir noch so ein bisschen Kommentare kommentieren vom Umstyling-Video. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, also bleibt dran. Wollt ihr auch mal kurz sagen? Hallo! Hallo! Das hier sind alles Klassenkameradinnen von der Michelle und ich habe gedacht, wir gucken einfach mal, wie die Michelle sich innerhalb der Klasse so verändert hat durch das Umstyling. Vorher habe ich aber noch eine Frage an euch. Weiß einer von euch, wie viele Länder es auf der Welt gibt? Nein. 200? 150? Es gibt 194 Länder. Ach, gut gemacht. Und in wie vielen wurde das Video angeguckt? Wisst ihr das? Wollt ihr mal schätzen? 100? 20. 20. 30. 50. Nein, 60. 70. 70. 50. Ich gebe euch einen Tipp, ihr seid alle drunter. Also, was? 50? 169 Länder. Oh, okay. Das ist krass, ne? Ja, aber jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar fangen wir am besten mal bei dir an. Was denkst du so, wie sich die Michelle verändert hat, seitdem wir das Umstyling gemacht haben? Ja, also seit dem Umstyling ist die Michelle viel mutiger geworden und selbstbewusster. Und sie verteidigt sich jetzt auch oder sagt ihre eigene Meinung. Ja, also ich glaube, das war auf jeden Fall was Gutes mit dem Umstyling. Sie ist offen geworden. Ja, also die Michelle hat sich schon stark verändert seit dem Umstyling, ist aber immer noch vom Wesen her so geblieben, also so nett. Und hat sich aber auch sehr verändert, die ist halt selbstbewusster geworden und kann sich jetzt auch mehr verteidigen. Ja, also seit dem Umstyling hat sie halt neue Klamotten, die ihr sehr gut stehen und die ihr auch gefallen, das merkt man schon. Und ja, sie kann sich auch jetzt mehr verteidigen, wenn sie jetzt jemand halt anmotzt oder irgendwas halt jetzt nicht macht, was sie zum Beispiel jetzt gemacht hat oder so. Und sie ist mutiger geworden, weil sie ihre Haare auch abgeschnitten hat. Und das ist ja auch schon sehr eine Veränderung. Ja, also sie ist halt moderner geworden nach dem Umstyling und sie schminkt sich jetzt auch ein bisschen und glättet sich auch die Haare. Wir haben uns auch alle gewundert den Tag drauf, wie die Michelle dann in die Schule kam, weil sie sah dann viel gepflegter aus, auch wegen den geglätteten Haaren. Und sie hatte einfach sehr schöne Kleider an. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gewundert und auch hat mich auch gefreut für sie, dass sie halt, sie waren auch selbstbewusster, ja. Ja, ihr wusstet ja erstmal gar nichts vom Umstyling, ne? Genau. Ja. Ja, also ich finde, dass die Michelle sich auf jeden Fall verändert hat, also positiv. Und ja, dass es halt so ist, dass sie vielleicht offener ist und dann konnten wir auch offener auf sie zugehen und dann, glaube ich, können sich auch neue Freundschaften bilden. Also auch, dass sie sich das getraut hat, allein das Video zu machen, weil es ja auch im Internet ist und das ja, wie am Anfang, ja die ganzen Länder, wo wir das überhaupt gesehen haben. Das ist mutig, ne? Ja. Sie ist halt auch freundlicher in dem Sinn geworden, dass wenn früher halt jemand gefragt hat, kann einer vielleicht einem helfen, hat sie sich vielleicht nicht so getraut, weil sie gedacht hat, vielleicht, dass wir sie nicht so richtig mögen oder so. Aber jetzt ist es halt anders, da sagt sie halt auch, ja, gerne, das macht, da mache ich gern mit oder sie schließt sich halt auch an. Also, ja, so gehört halt auch mehr dazu. Also auch ganz viel Offenheit und Selbstbewusstsein. Ja, sie ist halt auch hübscher geworden, also das war sie halt auch schon vorher, aber zum Beispiel, sie hat jetzt ihre Haare geschnitten und ich finde, steht ihr halt auch mit den Stufen. Ja, jetzt ich bedanke mich auch herzlich bei meinen Klassenkameradinnen für die ehrliche Meinung und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der Lena für das erste Video und auch für den Haul und ja. Fehlt mir auch ein Nikolaus eben geschenkt, voll süß. Ganz, ganz viele haben geschrieben, dass sie dich gerne mal in mehr Videos sehen möchten. Wie findest du das? Du bist total gefragt. Das finde ich
super. Machst du sowas gerne? Also ja. Ich finde, beim Haul hat man so richtig gemerkt, du hast richtig Bock, die Sachen vorzustellen und so. Also, der erste Kommentar. Mega Idee. Daumen hoch. Gerade für ihr Selbstbewusstsein wahrscheinlich gut. Ja, das war auch für mein Selbstbewusstsein gut. Und ja. Also fühlt sich ein bisschen besser jetzt. Ja. Selbstbewusster. Okay. Ich denke, sie sollte vielleicht ihre Beine betonen. Denn ich finde, sie hat ziemlich schöne Beine. Also erstmal danke für den Kommentar. Und ich versuche jetzt auch, oben was Lockeres anzuziehen und unten dann halt eine enge Hose. Und ja. Ja, das ist ja dann Beine betonen quasi. Ja. sie hat so coole, dicke Haare. Also auch danke für diesen Kommentar. Und ich habe das auch schon oft gesagt bekommen, dass ich so dicke Haare habe. Ist aber manchmal bestimmt auch lästig, ne? Ja. Ja, aber ich finde es schön, dass du dir die so jetzt zurücksteckst und so. Aber da kommt gleich auch noch ein Kommentar dazu. Das ist ja meine süße Maus. Man merkt, wie sie am Anfang noch ziemlich schüchtern ist, aber bei dem dazugehörigen Haul taut sie auf. Das ist süß. Wie alt ist sie denn? Also ich bin jetzt 13 Jahre alt und auch danke für diesen Kommentar. Der ist wirklich sehr, sehr lieb. So süß, aber schüchtern. Naja, ich bin auch sehr schüchtern. Aber ich glaube, Michelle würde ohne Pony besser aussehen. Ja, ich versuche, meinen Pony jetzt wachsen zu lassen, damit ich ihn zurückstecken kann mit einer Haarklammer oder sowas. Mhm. Oder auch einfach mit den anderen Haaren hinters Ohr machen kann. Und ja. Ja, wir haben den eigentlich gerade geschnitten, damit er schön gerade rausschneiden kann. Du hattest ja vorher so einen ganz schrägen Pony. Ja. Hast dich so ein bisschen hinter der Matte versteckt. Und da muss man halt erstmal gerade schneiden, damit der wirklich schön rauswachsen kann. Und jetzt steckst du mir schön zurück. Das ist gut. Kann ruhig dein schönes Gesicht ganz so zeigen. Okay. Hey, habe gerade das Video gesehen und war einfach nur total begeistert. Michelle ist so ein süßes Mädchen. Man sieht wirklich eine Entwicklung bei ihr in der kurzen Zeit. Schön, dass du es ihr ermöglicht hast. Daumen hoch, hab dich direkt abonniert. Ganz liebe Grüße. Ja, danke für den Kommentar. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Dalena. Und jetzt muss ich dir noch was sagen. Ja. Und zwar finde ich, dass ich dir nur den Anstoß gegeben habe. Deine ganzen Klassenkameraden haben vorhin gesagt, du bist selbstbewusster geworden, du bist offener geworden, du bist mutiger geworden, du warst in dem Video schon mutig, dass du es überhaupt gemacht hast. Damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Oh. Ich habe dir neue Klamotten gekauft, wir waren zusammen shoppen, wir waren zusammen beim Friseur, du hast eine neue Frisur bekommen und so. Wir haben ein bisschen Zeit verbracht, habe dir ein paar Schminktipps und so gegeben. Aber eigentlich kommt das alles von dir. Okay. Das gibt mir jetzt auch noch mehr Selbstbewusstsein. Guck mal, ich habe mit deinem Selbstbewusstsein habe ich gar nichts gemacht. Das kam alles von dir alleine. Ich habe dich äußerlich verändert, aber innerlich hast du dich zum Positiven verändert. Okay. Hast du noch nicht so betrachtet, ne? Nee. Es kommt nicht von mir, es kommt von dir. Boah, ey, die neue Frisur steht der Süßen so gut. ja, jetzt danke. Und ich finde auch, dass die Frisur mir echt gut steht. Okay, bist du eher, was willst du denn sagen, findest du es eher gut, dass wir die Haare abgeschnitten haben oder nicht? Fühlst du dich irgendwie jetzt unwohl damit, dass du die abgeschnitten hast oder hättest du es gern anders gehabt? Weil du hast ja beim Friseur immer gesagt, ist mir egal. Und dann, ja. Nee, also mir hat es jetzt überhaupt nichts ausgemacht, dass wir die abgeschnitten haben. Ich fand's persönlich auch sehr gut. Nur ich wusste halt alleine nicht, wie ich das machen soll, damit es halt gut aussieht. Okay, wie süß sie immer ja sagt. Das war so ein bisschen die Schüchternheit, ne? Ja. Okay. Ja, da war auch noch ein Kommentar, blau steht ihr am besten und es haben ganz, ganz viele geliked. Und die Bluse haben auch ganz viele am schönsten gefunden. Also die Bluse und das Kleid, das war so der Top-Renner im Video, sag ich mal. Ja, also ich finde, blau ist meine Farbe. Ja, so blau und türkis, ne? Ja. Zeig mal deine Schuhe in die Kamera. Ah, jetzt sieht man sie nicht. Ja. Aber sie hat so, eigentlich ähnlich wie die Bluse, so Nikes. Voll gut, passt voll gut dazu.
richtig schön für den Alltag und passt zu jedem Blauton eigentlich. Also perfekt. Ach, guck mal, was für ein Riesenhund da draußen. Oh, Alter! Oh Gott! Hey, der ist vielleicht zu hoch, ne? Ja. Das ist ein Kalb. Und gleich 300. Oh Gott! Okay, nochmal. Sorry. Das Innere zählt, das Äußere zwar auch, aber das Innere mehr. Und auf den ersten Blick wirkt sie voll nett und cool. Also eine mega coole Styleänderung. Super gemacht. Ja, das war wirklich super gemacht von der Lena. Das war nicht super gemacht von mir, sondern von uns beiden. Ja. Und vom Friseur. Und eigentlich von dir, weil du hast dich dadurch so richtig... Du strahlst jetzt viel mehr, finde ich. Also eigentlich... Ja, eigentlich warst du selber. Richtig cool, die Veränderung ist richtig krass und sowas finde ich total schön, wenn man anderen Menschen hilft und sie schöner macht. Durch ganz einfache Sachen wie Friseur, Klamotten etc. Bitte mehr davon. Also da kann ich ganz kurz dazu sagen, ich habe mehr davon geplant und es wird auch bald mehr davon geben. Super Video, was für ein super süßes Mädchen. Ich glaube, für diese Haare würde jede Frau töten. Ganz, ganz viele haben mich auch schon gefragt, ob ich nicht einen Teil meiner Haare abgeben könnte. Ja, aber das geht, glaube ich, etwas schlecht. Also sind schon ein paar Leute neidisch auf deine dicken Haare. Ne? Ja, vor allem meine Oma. So, wenn die Haare dann so langsam ausfallen, die wollen dann alle deine Haare. Ja. Michelle ist ja ziemlich hübsch. Aber ich würde empfehlen, mal Linsen auszuprobieren. Ich habe den Augenarzt gefragt und er meinte, Kontaktlinsen gäbe es nicht in meiner Stärke und eine Operation wäre auch nicht so günstig und deswegen muss ich halt immer noch die Brille tragen. Das Problem ist halt, dass Michelle, wenn sie die Brille abzieht, anfängt zu schielen. Das kommt zwischendurch mal vor, das ist was ganz Normales. Aber da gibt es halt nicht immer eine Möglichkeit, das dann anders zu lösen als mit einer Brille. Und sie ist ja noch relativ jung, also lassen wir es erstmal dabei. Ja. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Also ich find die Brille überhaupt nicht schlimm. Ich finde, die steht hier. Ich finde sie auch sehr schön. Also ich weiß nicht, was die Leute da unter dem Video haben, ne? Jetzt mal ein Kommentar, der an dich gerichtet ist. Hey Michelle, du bist ein wunderschönes Mädchen. Vergiss nie, dass du schön bist, so wie du bist. Vielen Dank. Ja, ich finde, ich bin jetzt auch wirklich ein bisschen schöner geworden. Und viel offener. Also Selbstbewusstsein ist eigentlich, glaube ich, das, was die wahre Schönheit ist. Und ja. Strahlen von innen raus. Das habe ich jetzt ganz schön oft gesagt in dem Video, ne? Aber ich finde, das ist eine wichtige Message, die mal rüberkommen muss, weil ganz viele immer noch das Aussehen beurteilen und das als schön oder nicht schön, gerade durch die ganze Presse und so und Hollywood und bla bla bla, wird einem das immer vorgegaukelt. Meiner Meinung nach ist es halt nicht so. Meiner Meinung nach zählt die innere Schönheit und ein Mensch kann noch so hässlich in Anführungsstrichen von außen sein und kann trotzdem so ein hübscher Mensch sein, einfach nur durch eine positive Ausstrahlung. Ich habe es jetzt oft wiederholt, ich weiß, aber es ist wichtig, dass das mal irgendwie auch rüberkommt. Auch wenn ich Beauty-Videos und so mache, ne? Es geht nicht darum, dass man dann irgendwie schön von außen aussieht, sondern dass man sich wohl mit sich selbst fühlt. Das ist ja ein süßes Video und da hat jemand richtig Freude am neuen Aussehen. Gefällt mir. Ja, ich habe auch richtig Freude an meinem Aussehen, wie ich jetzt bin. Ich fand sie vorher auch hübsch, aber die Haare nach dem Friseur, klasse. Ich bin neidisch. Ja, jetzt auch noch ein herzliches Dankeschön an den Friseur. Der hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ein wirklich total tolles Video. In dem dunkelblauen Kleid kommt ihre tolle Figur total gut zum Vorschein. Egal, was andere über äußere und innere Schönheit sagen. Schön ist, wer sich wohlfühlt. Und genau das tut sie. Alles Gute an Michelle. Vielen Dank für den Kommentar. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das Video auf der Startseite von YouTube entdeckt und dachte mir, das muss ich mir ansehen. Drück die Michelle ganz fest von mir und sag ihr ganz liebe Grüße. Und auch, dass sie nicht zu schüchtern sein soll. Sie ist ein hübsches Mädchen und hat ein ganz tolles Wesen. Sie muss nur ein bisschen offener sein. Und das bist du auf jeden Fall geworden. Ja. Total süßer Kommentar, wie ich finde. Ja, das ist wirklich sehr, sehr süß geschrieben. Hast du irgendein Lieblingsoutfit? Oder ein Lieblingsoberteil? Oder irgendein Lieblingsteil von den Sachen? Ja, das rote. Das rote Oberteil mit dem weißen Bestickten hier? Ja. Okay. Ja, das ist auch schön. Cooles Video, aber woher kanntest du die Michelle eigentlich? Ja, also wir haben uns
auf einer Fortbildung zur Gewaltprävention kennengelernt. Und das ging halt von der Schule aus, wo die Lena früher war und wo ich jetzt auch drauf bin. Und ja, da haben wir uns kennengelernt. Genau, das war so eine Fortbildung quasi zu Mobbing und so einem Kram. Und ja, war total interessant und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und das war auch eigentlich nur 2 oder 3 Wochen vor dem Umstyling. Also manche haben wirklich gedacht, glaube ich, wir kennen uns schon ewig. Oder wir sind verwandt oder waren vorher ewig befreundet oder so, aber war gar nicht so. Nee. Ja, wenn ihr vielleicht nochmal irgendwann Lust auf ein Video mit der Michelle habt, hättest du Lust drauf? Ja. Irgendwann mal zwischendurch mal wieder eins zu machen oder so, wenn wir Zeit haben, beide. Ja. Wenn die Leute das sehen wollen. schauen wir mal, könnt ihr mir ja mal einen Kommentar da lassen oder könnt ihr uns mal einen Kommentar da lassen, ob ihr mehr Videos von uns beiden sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!